Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Dealers Live. In der letzten Folge haben wir das erste Mal ein paar größere Investitionen gemacht. Wir haben viel verbessert. Vor allem haben wir uns mal ein paar Kompetenzen gegeben, also buchstäblich. Und wir haben das Roomlevel Auszubildender. Leider haben wir auch das Ansehen unehrlich, weil wir halt ab und zu mal da ein bisschen was geklaut haben, da mal so ein bisschen Mist gemacht haben. Aber ey, das passiert halt einfach mal. Das kann passieren. In Dealers Live musst du halt Gegenstände kaufen, die teurer verkaufen, du kannst bei Auktionen mitmachen und am Ende des Tages, du musst reich werden in diesem Spiel. Und das klappt aktuell noch nicht. Wir kommen gerade so über die Runden, ohne pleite zu gehen. Jetzt wird sich alles verändern, denn wir haben hier diesen Gegenstand, verzierte Truhe aus der Renaissance, hergestellt 1539. Schätzung 8700, wir haben dafür 3900 gezahlt. Also auf jeden Fall wird es ein Gewinn. Wir werden diesen Gegenstand heute verkaufen und werden den für irgendwie 30.000, 40.000 verkaufen. Wir werden richtig, richtig reich werden mit dem Gegenstand. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass den jemand kaputt macht. Das ist das einzig Negative, was passieren kann. Ich habe hier einen Gegenstand, ich weiß nicht, wie viel der wert ist. Ich habe dafür 2.400 gezahlt. Gib mir 5.000 und dann kannst du gehen. Ich habe keine Ahnung, was der wert ist. Also, wir nehmen es einfach mal. Ist der Typ rund? LOL. Der ist ja wie so ein Glücksbärchen mit dem Symbol auf dem Bauch, ne? Ah ja, übrigens, Leute, frohe Weihnachten. Heute ist relativ sicher der 24. Ich produziere das Video halt vor, damit ich am 24. frei habe und ihr natürlich aber trotzdem Content habt. Und ich weiß nicht, wie viel die Werte ist. Ich sag mal 100. 9.000, ja, hau ab. Ich sag einfach mal, das kostet 8.000. Plus 2.700 Gewinn, nehme ich. Okay, gut. Ich bin aktuell am Geld sammeln, um diesen Gegenstand zu verbessern, beziehungsweise zu reparieren. Aber das kostet halt Geld. Ich kann es jetzt machen, aber dafür kann ich jetzt halt nicht allzu viele Gegenstände kaufen. Denn wir sind hier in diesem Lokal und das kostet 300 in der Woche. Ich muss gleich ja, oh nein. Ich habe eine eingeschlagene Scheibe in den Chef gesehen. Für den richtigen Betrag kann ich es reparieren. Mit Charisma 3 könnte ich mich rausreden. Mit einem besseren Restaurateur könnte ich mich rausreden. Game over. Das kostet bestimmt irgendwie 10.000 oder so. Ich gehe Game Over, wenn ich das mache. Ich muss das bezahlen, aber ich bin jetzt im Minus. Ich kann auch meine Mitarbeiter nicht bezahlen. Ich bin jetzt 4.300 im Minus und ich habe hier jetzt eine Warnung. Die Bank hat deine finanzielle Situation untersucht und bedenkt, ja, was soll ich tun? Und ich muss den dann theoretisch auch schon direkt verkaufen. Ansonsten gehen wir pleite. Ich habe nur eine einzige Chance, nicht Game Over zu gehen. Der Gegenstand ist repariert, okay. Ja, der ist zum Verkauf. Ich weiß nicht, wie viel er wert ist. Ich habe aber 10.000 gezahlt. Ich habe niemanden, der den Wert irgendwie schätzen kann. 43.000. 43.000. Das hat sich sowas von gelohnt, den zu reparieren. LOL. Siehst du auch noch geizig vom Rang? Kann ich mir es erlauben, jetzt hier Nein zu sagen eigentlich oder hoch zu pokern? 50.000. Sie macht's für 50.000! Ich hätte ja noch höher gehen können. Ich wusste halt nicht, wie viel der Wert ist, weil da war jetzt der Zeitdruck gegen mich. Aber dafür haben wir jetzt 45.000. Ich habe einen Gegenstand für 50.000 verkauft. Da mehr Charisma, kompetenter und bessere Menschenkenntnisse. Boom. So, dadurch sind wir jetzt auch im Roomlevel aufgestiegen. Jetzt kommen Kunden, die mir krassere Gegenstände geben. Und wir sind talentiert als Rang. So, die locken wir mal fest und reparieren die für 5. Ja, das wird uns richtig viel Geld geben. Und jetzt mache ich was ich noch nie gemacht habe. Ich gehe zu einer Lagerauktion. Bei einer Lagerauktion sehe ich das gesamte Lager einmal. Und ich kann es für... Okay, ich habe jetzt schon zu wenig Geld. Ich verkaufe mal die Gitarre bei einer Auktion. Ich habe dafür 1.700. Oh, Minus! Ich habe damit Minus gemacht. Hat er uns jetzt schon viel Glück gebracht? Ich meine, er hat einen coolen, runden Bauch. Aber reicht das als Grund, um eingestellt zu sein? Sorry, ich feuer ihn mal. Ich brauche unbedingt einen zweiten Restaurateur, damit wir die Gegenstände schneller reparieren. 5 Tage. 4 Tage machen wir das für 4. Sie will das Sofa haben. Sie will das Sofa haben für wie viel? 27.000. Ich kann den Preis vorgeben. Ich weiß, dass es 27.000 wert ist. Ich sag auch mal 60.000. 38.000. Okay. 50.000. 41.000. 45.000. Ich meine, ich brauche das Geld. Ganz ehrlich, 43.000, ich kann bestimmt mehr rausholen mit den anderen Kunden. Aber 43.000 haben oder nicht haben, dann nehme ich die ein. Wirklich, ist für mich keine Diskussion. Dann nehme ich einfach 43.000. So, die Stühle.
Ich weiß nicht, wie sie so drauf ist von den Skills. Ich biete einfach mal 10.000. Die sehen wertvoll aus auf dem Bild. 1.000? 12.000? 13.000? Ich kann die bestimmt für mehr als 13.000 verkaufen. Ich weiß nicht, wie viel die wirklich wert sind, aber wir machen es einfach mal ins Blaue geraten. 1.000? Das sieht, also ich finde, das sieht cool aus. Ich weiß aber nicht, wie wertvoll das ist und ich weiß nicht, ob ich noch Gewinn mache, wenn ich das jetzt für 28.000 kaufe. Ich habe es für 25.000 gekauft. Ich könnte ein Trottel sein. Ich könnte der größte Trottel aller Zeiten sein. Ich habe einen Gegenstand für 25.000 gekauft, ohne zu wissen, ob der 25.000 wert ist. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt instant rausfinden, ob er 25.000 wert ist. Denn ich gehe zu einer Auktion und ich verkaufe den Gegenstand. Finden wir raus, was der wirklich wert ist. So, 21.000. Es muss zumindest auf 25.000 gehen, damit ich Plus mache. Okay, wir haben Gewinn gemacht. Wir haben zumindest 1.000 Gewinn gemacht. Okay, war es schon mal kein so schlechtes Angebot. Es geht sogar richtig hoch. 56.000, let's go! Also der sieht nach einem krassen Türsteher aus. Der wird auf jeden Fall machen, dass ich sicher bin. Aber ich glaube, der ist ein bisschen zu teuer. Stufe 2, nehme ich. Wir haben jetzt einen Türsteher eingestellt. Baba Vulvova. Holy. Türsteher sorgen allein durch ihre Anwesenheit für ruhigere und respektvollere Kunden. Sie verringern passiv die Ungeduld deiner Kunden. Außerdem helfen sie dir bei einigen nervigen Begegnungen. Ja, wenn jetzt nochmal irgendwie die Mafia ankommt, ich denke, wenn die Mafia nochmal ankommt, Baba Vulvova wird da schon ein, zwei Worte zu sagen haben. Aber ja, das Problem ist halt wirklich, wie bei so vielen Dingen im Leben, der Anfang. Wir haben den schweren Anfang überschritten und jetzt sind wir wirklich in dem Bereich, wo wir halt einfach konstant fünfstellig Dinge kaufen, verkaufen und so weiter. Und da kommen die Unterschiede auf jeden Fall schon viel deutlicher zur Geltung. Oh. Der Typ will die Münze kaufen. Hat er für 17.000 gezahlt, hat einen geschätzten Wert von 24.000. Und er ist nicht geizig, das heißt, ich kann ihn über den Tisch ziehen. Denke ich mal. Er will 32.000, was hältst du von 40.000 stattdessen? 40.000? Let's go! Let's go! Wir haben ihn so über den Tisch gezogen und schon haben wir wieder 55.000. Jetzt sagen wir, verbessern mal noch einen Skill. Machen wir mal Menschenkenntnisse. Dann wissen wir mehr, wie die Leute so drauf sind. Wir können Fälschung besser erkennen. Ich kann Gegenstände besser einschätzen und genauer schätzen vor allem. Ja, nehmen wir. Und wisst ihr was? Ich verbessere auch gleich noch Charisma, denn dadurch sind wir jetzt auf noch einer höheren Stufe. Wir sind jetzt fortgeschrittener. Was ist denn da geschehen? Der repariert einen Gegenstand und der verliert an Wert? 230.000 gehört mir das. Kommandant Amerika, ja, okay, lustig. Ja, ich habe keine 230.000. Sie verkaufen den Gegenstand für 25.000 und der hat einen Wert von 46.000. Haben die komplett über den Tisch gezogen. Oh nein. Oh nein. Bitte geh hoch. 60.000, ah! Ich hätte da so viel mehr rausholen können. Aber so ist es halt manchmal. Manchmal sind Auktionen krass und manchmal kriegst du nur 60.000, wenn du 80.000 erwartest. Komm, gib mir 30.000, dann habe ich 100.000 auf dem Konto. Ja, ich mach's einfach mal. Ich mach's einfach mal so. Okay, so. Oh mein Gott, was? Geschätzung 97... Ah, nee, okay, gut. Schade. Ich habe kurz Blut geleckt, finanziell. Ich muss hier mal kurz was hiervon verkaufen bei einer Auktion. Da tut es mir nicht weh, wenn das einen schlechten Preis kriegt. Ja, die geht natürlich richtig gut weg. Okay, nice, nehmen wir mit. Wir haben jetzt übrigens über 100.000. Yo, ich bin aber noch so sehr im Flow, ich würde ganz gerne noch ein bisschen weitermachen. Immer wenn ich denke, ich habe ein bisschen Geld, kommt irgendein Gegenstand, der mir sagt, nee, du hast einen Scheiß. Ich mache hier mal die Auktion mit. Startquote 60.000, da gehe ich mit. Das Limit. Ist ins Limit. Ist ins Limit. Oh Mann, das ging schnell. Wird gekauft? Ja, wird gekauft für 96.000. Verdammt. Ja, der Bierkrug hat jetzt einen Wert von 22.000. Ich darf halt echt nicht so viele Billo-Gegenstände kaufen. Ich glaube, ich muss da ein bisschen wählerischer sein. Einfach halt legitim aus dem Grund, dass ich halt nur 6 Gegenstände auf einmal haben kann. 8. 8 Gegenstände haben kann. Weißt du was? Du siehst schon betrunken aus, gib mir 50.000 dafür. Nein, okay. 30.000? Sie macht's, let's go! 113.000 haben wir. Okay, mehr verkaufen, mehr verkaufen, mehr verkaufen. Düle verkaufen. Ich habe mich verdrückt! Ich habe mich verdrückt! Ich verkaufe ihn für 1.000! Und er sagt, ich bin nicht ganz zufrieden, du Affe! Ich habe dir gerade Stühle im Wert von 5.000 für 1.000 verkauft. Nee.
Aua. Ein Raketenwerfer. Nur um zu sagen, dass ich einen Raketenwerfer hab. Ich habe einen Raketenwerfer für 20.000 gekauft. Ich wollte 15.000 bieten, habe mich verdrückt und habe 1.500 geboten. Was einen üblen Gewinn mache ich damit denn jetzt? Und der will die direkt kaufen, die Waffe? Ja, gut. Weißt du, was ich tun kann? Sind 12.000, was? Der geschätzte Wert ist bei 0. Hä? Was ist mit dir? Okay, Leute, ich mach was Dummes. Ich verkaufe den Raketenwerfer bei einer Auktion. Wir können damit Minus machen. 33.000. Ist Gewinn. Nicht so viel, wie ich hätte machen können, aber ist Gewinn. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich spare gerade eigentlich nur, um mal bei einem Lagerverkauf mitzumachen. Sie ist ungeduldig. Das heißt, sie wird direkt abhauen. Ja. Willst du Mickey nicht mal zeigen, wo die Tür ist? Willst du das nicht mal ein bisschen genauer angucken? 22.000 gezahlt? Ich darf an der Tür stehe, verprügelt den. Ich muss einfach wahrscheinlich einfach nur weniger zahlen dadurch. Ja, wow. Ich dachte, mein Türsteher verprügelt den. Ah, ich will jetzt den Gegenstand loswerden. 30.000. Bitte machst du einfach 33. Bitte. Danke. Hat einen Wert von 34.000, diese Münze. Wisst ihr was? Ich sag 70.000 und ich glaube, es ist nicht so weit weg von dem, was wir sagen können. Ja, vielleicht schon. 60.000. Ich sage 4. Es ist halt ein Sammler. Und der ist geduldig. 60.000. 55.000 sagt er, weißt du was, gehört dir. Wir haben jetzt 160.000. Lagerauktion, bitte. Lass es kaufbar sein. Für 33.000 ist es kaufbar. Ey, auch wenn ich jetzt hier nur Kacke kaufe vielleicht. Es sieht sogar nach Kacke aus, ehrlich gesagt, aber ich biete mal mit. Da. Ist mir aber egal, ich würde bis 60.000 gehen oder so, ist mir egal, ich will es nur haben. Ich habe 56.000 gezahlt. Okay, jetzt die Frage, hat sich das gelohnt? Was habe ich gekriegt? Ich habe das hier gekriegt, was einen Wert von 3.000 hat. Wow. Ich habe das gekriegt. Let's go. Okay. Ich habe das gekriegt, was einen Wert von 22.000 hat. Nice. Die Waffe habe ich gekauft. Für 13.000. Hat einen Wert von 14.000. Wie viel habe ich gezahlt? Ich habe 50.000 gezahlt, ne? Ja. Mit den Gegenständen machen wir mehr als 50.000. Dafür können wir irgendwie 30 kriegen. Dafür können wir 20 kriegen. Dafür können wir auch nochmal 20 kriegen. Direkt 4.000 gemacht mit den Drachen. Let's go. Ja, komm. Kauf diesen Gegenstand. Der Kompetente hat 30.000 geboten. Das heißt, 40.000. Er macht. Ich hätte da so viel mehr rausschlagen können anscheinend. Wenn er halt Fragezeichen ist, dann muss man halt raten, wie viel der Wert ist. Den Gegenstand habe ich gerade gekauft. 17.000. Ich sag mal 30.000. Einfach nur, um zu gucken, was geht. 20.000, 25.000? Ich mein, ist der kompetent? Es geht. 22.000, der ist ein Sammler. Let's go, 22.000. Macht er, let's go. Okay, 4.000 Gewinn gemacht, let's go. Was haben wir da? Das Gewehr, was wir auch geholt haben. Ja, instant. Okay, Lagerverkäufe sind auch gut. Bei Lagerverkäufen macht man scheint auch immer richtig krass Gewinn. 21.000 machen wir von mir aus, da. Zack, ja, lol. Ich verbessere jetzt kurz nochmal hier ein paar Werte. Oder vielleicht sogar alle Werte. Ich verbessere alle Werte. Zack. Wenn ich noch einen Wert verbessere, steigen wir nochmal auf. Kann ich mir das finanziell erlauben? Ich denke schon. Oder müsste ich zwei Werte noch verbessern? Ich mach mal Glück. Ja, ich müsste zwei verbessern. Okay. Hat nicht ganz gereicht. Wir haben halt wirklich den Moment überschritten, wo es schwer war, Geld zu machen. Also am Anfang Geld zu machen war halt wirklich ein bisschen kritischer. Aber jetzt ist es halt so leicht, Geld zu machen. Okay, bevor ich zu süchtig werde. Weil es macht süchtig. Es macht definitiv süchtig, was ich hier mache. Soll ich den verbessern? Dann gehe ich. Egal, gehe ich halt pleite. Let's go. Oh nein. Die Online-Bewertungen unseres Chefs sinken aufgrund unseres schlechten Rufs. Kompetenz 3. Überzeuge die Leute, gute Bewertungen zu schreiben. Dankeschön. Okay. Okay, Leute. Bevor ich jetzt wirklich süchtig werde, lass mal kurz einfach dann das Video hier beenden, weil es macht süchtig. Weil du kriegst halt immer bessere Gegenstände, du siehst immer das nächste Level, was du erreichen kannst, beziehungsweise finanziell gesehen das nächste Level. Ich sollte aufhören und ich sollte in der nächsten Folge weitermachen, so wie es aktuell läuft. In der nächsten Folge werden wir höchstwahrscheinlich so bei 500.000 sein am Ende der Folge. Der ist egal, ist halt eine Fälschung. Aber nee, wir werden in der nächsten Folge so bei 500.000 sein am Ende. Und halt richtig kranke Gegenstände haben zum Tauschen. Und übernächste Folge 1 Million.
Ich sag's einfach, übernächste Folge 1 Million. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachten, was ja heute ist, denke ich mal. Und lasst euch von Corona nicht die Zeit kaputt machen. Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Und ciao.